Ja, wie ihr sehen könnt, gibt es mir heute kein Spielstream, sondern ein Bauspiel. Die Set 21 ist drin. Starten wir mal. Funktioniert. Dann machen wir mal gerade ein Schräubchen. Ja. Oh, jetzt schon wieder ein Teil ab. Also wenn ihr mal sehen wollt, was ich gerade mache. So. Wieso? Ja.
wahrscheinlich auch zwei. Wahrscheinlich. Moin, Jess, wir haben gerade mal Spannung gemessen, weil ich mache heute mal kein Spielestream, sondern einen Baustream. Ich habe mir entschlossen, naja, wie soll ich das so erklären? Wenn du das da hinten siehst schon, will ich alles hier vorne bis hinten in die Ecke auf zweigleisig umbauen und dann, ja, wie soll man so sagen, hier vorne, wo das P-Schild ist, also das Doppel-P, das untere P, dass da auch eingleisig drüber geht, dass dann wieder der Streckenabschnitt, der hier vorne rauskommt, wieder rüber geht zum zweigleisig. Und ja, ich habe den ganzen Tag hier schon alles abgebaut. Und ja. Jetzt siehst du ja, dass ich hier nur bastle. Aber irgendwie habe ich hier vorne Stromaufnahmeschwierigkeiten. Ja, was ist wohl? Das ist mein Modellbahnzimmer. Hey. Und heute mache ich noch kein Spielstream, sondern mal ein Baustream.
Badezimmer. Wenn du mir nicht glaubst, pass mal auf. Ups. Da siehst du auch noch Fuchsia-Anzeigen. Hauptsache auch den Berliner Fernsehturm dabei. Aber wie gesagt, heute mal einen ruhigen machen und ja, ich schlafe in der Wohnstube auf der Couch. Also wenn man eine Zweiraumwohnung hat, ich sag dir so wie es ist. Da wo das Bahnhofsgebäude ist, wo der Icarus ist, wo die Lampe ist. Bis dahin, so groß war mal die Anlage in meiner alten Wohnung. Vor allem, die Anlage stand nicht auf dem Boden, die hing über den Kopf. Und ich baue jetzt schon ungefähr, ich glaube drei, vier Jahre baue ich jetzt schon an dieser Anlage hin und her. Dass es irgendwie passt, weil es sollen ja Bahnsteige entstehen für 5 Wagenzüge. Ja, zu Hause, also wo mein Eltern wohnt, damals auf Rügen gewohnt hat, war es ganz anders. Da war die Anlage von 2006 bis 5. Dezember 14 über der Tür. Also die Tür war 2,20 Meter hoch. Dann hatte ich noch eine Deckenhöhe gehabt, also bis oben zur Decke war noch Luft gewesen von 2,80 Meter Höhe hatte ich da noch gehabt. So oben auf der Anlage konnte ich auch noch stehen, konnte immer über eine Leiter hochklettern. Und da wo die Cam steht, das ist ja der Schrank, wo auch noch ein Stückchen Anlagenteil drauf ist. Und ja. Und ich mach das Hobby schon seit 96. Also das ist jetzt. Bin jetzt nicht lügen. 96. Die erste, die war bis. Bin jetzt nicht lügen. Das ist so Mitte 98. So lange war die erste Anlage. Dann sind wir ja nach Lauterbach runtergezogen. Weil der hat ein großes eigenes Zimmer gehabt. Da gab es dann wieder eine neue Anlage. Das heißt, die alte Anlage wurde zerstört und es ist eine neue entstanden, die, ja, wie man so sagen, so C-förmig gebaut ist. Aber Streckenverlauf sah eher aus wie ein B. So. Noch ein bisschen schauen. So. Was? Mein Mic ist am Rauschen? Die Rauchunterdrückung schon wieder nicht drin. Na gut, ich hatte meinen kompletten PC ja nur übergestellt. Das, was du hörst. Also diesen Sound, könnt ihr auch noch viel besser machen. Warte mal, gehen wir mal rüber. Machen wir das aus.
Rauschen ist von der Cam bestimmt. Ich habe eigentlich alles so weit mit eingestellt für die Cam. Das ist ja eine HD-Cam. Ja, das ist die Webcam. Ich muss sie noch ein bisschen besser einstellen. Können wir mal eins machen? Das ist. So. Ich muss sogar noch eher noch zwei Signale rausnehmen. Okay. Und ich mal noch ein. Okay. Und ja. Ich weiß noch nicht, vielleicht komme ich bisher nochmal rüber zum Revive. Muss dann dauern so ungefähr 2-3 Minuten, dass ich drüben die ganzen PC wieder aufgebaut habe. Weil den habe ich eben ins Modellbahnzimmer gestellt, aus einem einfachen Grund. Kabellage hier für Programmiergleis. Und ja, die Lokprogramme. Was, 4 neue? Wer? Erzähl mal. Aber erzähl mal, wer sind die neuen Member? Das will ich jetzt auch wissen. Ey, wie nix? Hab ich irgendwas verpasst? Ja, aber ich staune. Wir müssen hier dann nochmal rübergehen und nochmal Hallöchen sagen. Thank you.
wir hier im Schneebau noch. Okay. Mal gucken, wie lange die alle da bleiben. Ich schreibe zwar nicht so viel im Discord, aber ich bin immer dabei. Ich gucke immer rein, was da so getrieben wird. Und ja. Habt ihr schon gehört, Melville ist geflogen. Hinaus provoziert, so wie es herausgehört habe. Okay. Was heißt das jetzt schon wieder? Ich bin gleich wieder da, ich muss mal schnell was holen. Boah, Alter, Mabel, was schreibst du denn da alles? Okay. Hätte man mir auch mal was sagen können. Ich hätte auch mit entschieden.
Was ich aber. Aber kannst du denn hier rein und gucken, ob ich irgendwo einen Ohrwagen habe? So heraus. Ich habe nur gehört, ihr habt Label rausgeschmissen. Ich habe keine Frage gestellt, aber keine Antwort bekommen damals. Hätte aber mir auch mal einer sagen können. Ja, toll. Bist du lieb. Ahnung, wen wir sahen, da war wieder eine los gewesen. Ich hab jetzt circa 50 Schrauben rausgenommen. Ich bin so Krise, ey. Ich wollte fein mich an die Werkzeug. Alter Schwede. Okay. Aber wenn wir sehen, was da rauskommt. Was gab es eigentlich so auf Revolt jetzt wieder aktuell? Irgendein Event oder sowas? Ja, Alter, wo ist das kleine Teil da? Wie soll ich mit dem kleinen Scheißteil was hinkriegen, ey? Was? Die XP-Event an? Und, ich glaube, ich muss nachher doch nochmal drauf gehen. Kleinen Schrauben, Alter, die kotzen doch einen an. Weil Revive immer noch
Die 3. Besser als 1 und 2. Jetzt haben wir die Scheibe gebaut. Der Schrauben. Okay. Wo warst du denn? Vielen Dank für dein Follow. Ich muss auch noch mal nach drüben gehen, das war's. Freuen. Jetzt hat ihn wieder raus. Aber ich würde nur eins sagen, Molex hat wohl keine anderen Hobbys zurzeit. Warum die schon Schrott ist. Leo, ich danke dir, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Schrauben hat. Die ist mit mir zwischenzeitlich angekommen.
Könnte gerade so noch reichen. Ach so? Ja. Ich finde es aber gut, dass... Weil ich mache ja eigentlich ja nur Game-Spiele-Stream, aber ich habe mich jetzt auch umentschieden. Warum soll ich nur hier Spaß haben an Modellbau? Andere können auch jetzt hier noch dazu gucken. Aber die muss ich irgendwas reinmachen. Mit dem Gleichstürmer. So, ja. Irgendwie hat er ihn gerade nicht gefällt. I don't know warum. Gefunden, warum? Scheiße. Ich mach mal schnell da wieder ran. Hast du wieder das Problem gefunden? So, jetzt müsste das theoretisch hinhauen. Ja? Und? Ah, ich habe noch so eine leichte drin. Alles so ein bisschen weiter rüber schieben. Oberbude, was für eine Modelleisenbahngröße hast du? Auch H0? Testnehmer. Okay.
das nehmen, was wir gerade mal zusammen gucken. Alles klar. Ich habe wieder mal ein bisschen vor. Das, was mich jedes Mal nervt. Oh. Welcher Wagen ist denn das andauernd? Der da raus ist, der hier. MAB-Wagen. Okay. Na. Was ist das, wenn Pico und Rocco nicht zusammen wollen? Nein, das ist der ja ab. Nicht doch. Oh, Scheiße. Nee, doch nicht. Also für hinten nicht mal dran. Hängt. Ja. Hier muss ich mal irgendwas hinmachen. Puh. Schon wieder ein ganzes Stück weiter. So 21 Stück auf dem Boden. Thank you.
theoretisch passen wird. Ach, hängt wieder drinnen, furchtbar. Oh, da läuft nicht voll. Hm?
Etwas. Ich sag so, wie es ist. Diese Pico-Schrauben sind zwar gut und schön, aber eben mit den kleinen Schrauben einfach den Kopfen. Ach nö. Thank you.
Ja. Vielleicht gehen wir gleich noch bei den anderen Bahnen mal dazu gehen. Und so testen. Wir werden Lena. Danke dir für den Follow. Ich will gerade noch den vierten Wagen reinsetzen, weil ich will nämlich einen Bahnhof bauen jetzt für fünf Bahnzüge. Eventuell auch schon an der Überlegung, dass ich einen Sechswagenzug fertig machen kann. Bei demnächst kommt mir meine Interconnex-Lok, die damals Rostock-Leipzig gefahren ist. Die passen im Wagen raus. Ja, die sind auch bei der Nord-Ostsee-Bahn gefahren. So, das war. Ein Stück sofort.
Warum hängt mir denn die Garn ab? Ja, bloß, ich habe eins gemacht. Ich sag, seit um, ich will nicht lügen, seit um 12 Uhr hier dran, die ganze halbe Anlage, also von hinten an, wo, ich weiß nicht, ob du die DP-Tafel siehst, da auf der Höhe habe ich die Gleise alle schon rausgenommen, bis hier vorne hin, weil ich will komplett zweigleisig machen, bis hinten hin zum nächsten Kreuzungsbahnhof, dass die sich hier, nämlich nicht, ja, wie soll man so sagen, einen Unfall bauen. Aber ich habe hier hinten an dieser Ecke hier hinten, wo ich gerade stehe, Probleme. Ich glaube, ich habe schon das Problem gefunden, dass da mir hier hinten gerade das Gleis runterbiegt. Muss ich dann noch mal gucken, was da für ein Problem ist. Hier kann ich auch noch mal was machen. Dass hier was fährt. Schieber schleifen dann. Aber Nolix, falls du noch da bist. Ich komme daher wahrscheinlich noch über auf Revive. Also wenn du noch Bock hast, wollen wir auch noch eine Runde zusammen zocken. Da haben wir es, da haben wir das Problem, also. Da liegt nicht der Raum. Am Borsch, ey. Na, darum. Der hier mit dem hier vorne raus.
Holen wir die Anne mal hier zurück. Stoff muss ich ja noch elektrifizieren. Theoretisch könnte ja. Wieso Kurzschluss? Meine Güte. Jetzt kommt er wieder.
Das kann anders sehen. Ich hole noch mal den anderen. Jetzt kommt der Russe. Thank you.
zimmert mir eine zurück, ey. Jetzt gerade 18 Volt, die ich gerade gespürt habe. Oh. Ich muss dann mal gucken, wie viel Ampere die ich drauf habe. Ich glaube, die beiden Blocks brauchst du 13,04. Der war der Problem. Ja.
Ich kann mir noch viel mehr nehmen, keine Restriktion da.
Ich bin ja schneller ausgegangen. Ja, und dann sind sie zwischen dir auch da. Ich gehe wahrscheinlich nachher erst rüber zu Revolve. Jetzt lernst du die dritte Geschichte aus und schaffst du. Thank you.
Ja,
Ups. Ich bin wohl jetzt unter dieser Zwanger.
So. In der Wette können wir nachher gleich mal Winter starten. Das mal ausmachen. Den ER20 mal starten. Das testen wir jetzt nur mal einfach. So. So. Gucken wir nochmal. Wenn die Schwende dabei ist, ja. Steht hinter der Weiche. Also. Hier die Gabel hinsetzen. Ja.
So, gibt mir mindestens 5 Minuten, damit ich den ganzen Streamplatz von der Modellbahnanlage wieder hin an meinen alten Platz hin versetze. Bis gleich.